Hallo meine Lieben, heute habe ich was richtig Mediterranes für euch und zwar ein leckeres Knoblauchbrot mit Tomaten und Schafskäse. Es ist unwahrscheinlich lecker und passt super gut zum Frühstück als auch zu einem leckeren Salat. Und hier sind auch schon die Zutaten, die wir benötigen. Für den Hefeteig benötigen wir Mehl, warmes Wasser, Hefe, Zucker, Salz und Olivenöl. Als erstes gebe ich den Zucker und die Hefe zum warmen Wasser und verrühre das Ganze. Selbstverständlich könnt ihr auch frische Hefe nehmen, das ist noch viel besser. Und dann gebe ich das Mehl in eine Rührschüssel und gebe das Wasser und das Salz mit hinein. Dann wird alles schön miteinander verknetet und zwar so lange, bis sich alles verbunden hat und dann zum Schluss kommt das Olivenöl mit hinein. Sobald ein schöner, weicher, nicht klebender Teig entstanden ist, deckt ihr das Ganze dann mit einem Geschirrtuch ab und lasst den Teig ungefähr eine Stunde ruhen. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die anderen Zutaten. Zum Belegen benutze ich ganz normalen Schafskäse, den habe ich hier bereits gewürfelt, halbierte Cherrytomaten und für die Knoblauchbutter brauchen wir weiche Butter, Salz, Knoblauch und getrocknete Kräuter wie Thymian, Rosmarin, Basilikum und Oregano. Das alles vermischen wir miteinander zusammen mit dem gepressten Knoblauch und so könnt ihr eure ganz eigene Knoblauch-Kräuterbutter herstellen. Schmeckt wunderbar. Hier habe ich leider versehentlich nicht mit aufgenommen, das habe ich dummerweise nicht gemerkt. Und zwar ist mein Teig wunderbar aufgegangen. Und ich habe ihn dann in zwei Hälften halbiert und die eine Hälfte habe ich dünn ausgerollt und habe damit dann die halbierten Tomaten und den Schafskäse belegt. Diesen Teil habe ich dann ungefähr noch mal eine halbe Stunde gehen lassen. Und nachdem der Teig etwas gehen konnte, habe ich ihn vorgebacken und zwar bei 100 Grad ungefähr 15 Minuten lang. Aus der zweiten Teighälfte habe ich hier ein ganz normales Fladenbrot gemacht, mit einem Eigelb verstrichen und mit Sesam und Schwarzkümmel bestreut. Mein Brot hat etwas vorgebacken, das seht ihr, wenn der Rand so leicht goldbraun geworden ist. Das nehme ich dann aus dem Ofen und beträufle es dann mit meiner geschmolzenen Kräuterbutter. Die habe ich für einige Sekunden in die Mikrowelle gegeben. So, nun kann das Brot auch komplett zu Ende backen. Das gebe ich dann wieder bei 200 Grad in den Ofen und lasse es dann goldbraun ausbacken. Und fertig ist mein leckeres Fladenbrot mit Knoblauch und Schafskäse. Ihr könnt das Ganze dann in so dünne Streifen schneiden. Das funktioniert am besten mit einem Pizzaschneider. Ich habe es aber in Vierecke geschnitten. Ja, serviert habe ich das Ganze dann zum Frühstück. Deswegen habe ich da auch nochmal das Fladenbrot hergestellt. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen. Der Teig ist ja derselbe. Ihr könnt das nach Lust und Laune belegen. Das ist hier nur eine Anregung, wie ich es halt sehr, sehr gerne mag. Und ja, das war es auch schon mit dem Rezept. Also es ist wirklich super vorzubereiten. Ich hoffe, mein Rezept hat euch gefallen. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!